Jawohl. Das sieht gut aus und wir kommen, na, wir kommen ein bisschen lausig rein. Kann man vielleicht noch ein bisschen nachkorrigieren. Schon mal, dass das nicht ganz so ein gruseliger Anflug wird. Okay. Den Rest kriegen wir dann so korrigiert. Sehr schön. Gut, dann haben wir 2 Minuten 30 Burntime vor uns. Und das Ganze in 22 Minuten. Da würde ich sagen, warpen wir jetzt mal gemütlich hin. Genau, normalerweise startet man halt genau deswegen mit der Rotationsrichtung des Planeten, weil man schon eine gewisse Geschwindigkeit einfach dadurch bekommen hat, die man nicht mehr aufbauen muss. Das war jetzt natürlich das Musterbeispiel von überhaupt nicht effizient, was ich da getrieben habe. Aber so ist das halt manchmal im Leben, ne? Manchmal klappt das alles nicht so, wie man das möchte. Und dann muss man eben mit dem arbeiten, was man kriegt. Immerhin sind wir mit der Rakete nach oben gekommen. Das ist ja schon mal ein großer Anfang gewesen. Hätte auch alles an... Ah, nicht so schnell. Ich vergesse mal Persistent Rotation. Dass der da einfach weiter rotiert, wenn er noch am Drehen ist. So, ein bisschen noch. Und los geht's. So, Transfer in Richtung Mond ist gestartet. Mit unserer kleinen Sonde, nenne ich es mal. Joa, den Transfer kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Beim Bremsen könnte es knapp werden. Da werde ich es dann aber so machen, dass ich wahrscheinlich ein bisschen Treibstoff von hier abzwacke für die Bremsung. Weil ich die Bremsung lieber mit dem Triebwerk mache, weil das ein bisschen effizienter ist, dann haben wir auf jeden Fall am Ende des Tages für den Landeversuch mehr Sprit übrig, als wenn ich das damit abbremse. Ja, und dann schauen wir mal, wohin uns da die Reise bringt. Ob wir das heute noch zu einer sauberen Landung bringen, weil dann hätten wir zumindest die Stromversorgung schon mal stehen. Auch wenn das jetzt kein Reaktor ist, das wäre so eigentlich mein Wunschtraum gewesen, aber ich befürchte, da muss ich noch ein paar Forschungspunkte für sammeln. Es ist ein Anfang in Richtung dauerhafte Basis, dass wir irgendwas haben, was erstmal ziemlich viel Strom speichern kann. Ich meine, wir können 185.000 Einheiten Strom speichern. Das sollte ziemlich lange ausreichen. Und wenn wir die Basis dann so weit ausgebaut haben, dass das nicht mehr ausreicht, hoffe ich, dass wir bis dahin schlicht und ergreifend sowas wie Reaktoren erforscht haben, die wir dann noch zubauen können an der Basis. Das wäre zumindest meine Hoffnung. So, jetzt schauen wir mal, dass das hier ordentlich wird. Da kommt er und da geht er wieder. Ja, ist erstmal gut genug. Sehr schön. Dann würde ich sagen, ab dafür. In Richtung Mond. Und wir haben sogar noch 314 Delta V übrig. Also das reicht, glaube ich, sogar locker, um uns hier noch in den Orbit zu, ja, also in Orbit zu bremsen, bevor wir uns von der ganzen Geschichte verabschieden müssen. So. Jetzt aber Retro. Haben wir es noch? Oh, 40 Sekunden ist
Machbar. So, wir bremsen jetzt in den Moon Orbit ein und dann können wir gleich schon mal gucken, dass wir irgendwie sowas wie Gypsum einschalten. Mit dem guten alten 70% Cut-Off hatten wir den Krater eigentlich ganz gut gesehen, dass wir auf jeden Fall in den richtigen. Oh, das ist auch eine schöne Ansicht. In diesen Krater wollen wir nämlich. So, haben wir das ja auch schon mal geklärt. Na, seht ihr, hat gerade noch so für den Orbit gereicht. Ja, und dann können wir den Rest jetzt dann mit der Hauptstufe machen, glaube ich. Also mit dem Ländermodul. Ja, 974, obwohl ich tendiere dazu. Obwohl, auf der anderen Seite sparen wir damit dann Gewicht und wahrscheinlich ist es so rum effizienter. Wir probieren es einfach mal. Also, Extend Engines und abgesplittet. So. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht zu viel Delta V für diese Manöver verbrauchen. Joa, und dann werden wir uns in diesen Krater dort reinstürzen, würde ich sagen. Mal gucken. Hauptsache, die Delta V reichen dafür noch aus. Sonst wird das peinlich. Achte ein bisschen. Ja. Also, wir gehen jetzt erstmal einen schönen tiefen Überflug. Ich werde das noch ein bisschen nachkorrigieren müssen, weil der Mond dreht sich natürlich auch weiter und dann hauen wir die Handbremse rein. Bin sehr gespannt. Sehr, sehr, sehr gespannt. Ob das mal alles so funktioniert, ne? Oh. Mir fällt gerade was anderes auf. Ich habe gar keine Funkverbindung mehr. Nein. Und jetzt habe ich nur noch die Manöver, die ich auf dem Nuffball habe, ne? Jetzt wird's lustig. Ah, ich hab wieder Funk. Sehr schön. Aber eigentlich können wir jetzt hart bremsen, oder? Ich meine, da unten sieht es echt gut aus. Wir könnten uns hier irgendwo so rein platzieren. Wie sieht es mit dem Rest aus? Aluminium gab es nicht so viel. Borate gibt es überall. Dreck nirgendwo. Exotische Mineralien auch nicht. Ist das schon wieder der falsche? Nee, ne? Das ist schon der Gypsum-Krater, den wir wollten. Warte, Carbonite, ja. Metallic Ore, okay, das ist schon richtig. Gut, dann würde ich sagen, geh weg. Wir bereiten uns auf eine Landung vor. Oh. Bremsung an. Bitte, lieber Gott, mach, dass ich nicht irgendwo aufschlage. Gibt so einen Cut-Off auf 70%. Jawohl, also wir gucken mal, ob wir hier irgendwo reingebremst kommen. Ob wir das hinkriegen. So, das ist auf jeden Fall der Krater, über den wir gerade fliegen. Na, mal schauen, ob das so gut klappt. Mal schauen.
Bisschen eher bremsen hätte wahrscheinlich nicht geschadet. Will er nicht, ne? Nö. Warum auch? So, ich bremse jetzt erstmal unsere Horizontalgeschwindigkeit komplett runter. Wir müssen mal aufpassen hier. Das wird doch knapper als gedacht, muss ich sagen, nach der Bremsung. Dass wir es hier nicht total verpanken. Ich hoffe, dass das hinhaut. Das ist jetzt ein Suicide Burn, ne? Und den muss ich treffen. Hei. Eieieiei. Ich hasse es, wenn Sachen so knapp sind, ne? Ich hasse es richtig, wenn Sachen so knapp sind. Eieieiei. Wir haben noch einen Horizontal Speed von 39 Metern pro Sekunde. Das ist natürlich auch ein bisschen viel, ne? Aber gut, den wird es mit wegbremsen. Ich glaube nicht. Bin mir nicht sicher, ob das passt. Bin mir echt nicht sicher, ob das passt. Aber es ist eh, es ist jetzt alles oder nichts Anlauf. Dieser blöde Flip, ne? Ich kann auch nicht mehr entscheiden, wo ich wirklich runtergehe. Das ist, ich komme jetzt da runter, wo der Suicide Burn mich hinträgt. Und ich kenne mein Glück, es ist diese Kraterwand. Und wir sind im Suicide Burn. Jetzt. Aber ein bisschen zu zeitig. Muss mal ganz kurz ein bisschen rausnehmen. Damit er sich langsam annähert. Oh, heiliges Kanonenrohr. Das wird knapp. Ich weiß nicht, ob das hinhaut. So. Oh mein Gott. Das wird nicht reichen, glaube ich. Vom Treibstoff her. Ich glaube, mir geht kurz vorher das Triebwerk aus. Ja. Steht. Fast guter Suicide Burn. Damn. Okay. Was haben wir daraus gelernt? So schon mal nicht. So schon mal nicht. Ich muss die Rakete sauberer starten. Aber ich wollte eigentlich eh hier vorne irgendwo landen. Also von daher bin ich jetzt nicht ganz traurig drum. Wir machen das jetzt nochmal mit einem aerodynamischen Hütchen auf meiner Rakete. Dann klappt das nämlich auch mit dem Nachbarn. Also mit dem Aufstieg im Sinne von Nachbarn. Und dann haben wir nämlich auch genug Delta V für die Landung. Wenn wir die nicht... Wir haben bestimmt locker 1000 Delta V gerade im Atmosphärenaufstieg verbraten. Und das können wir sauberer. Ich habe schon mal gehört, dass ich es schon mal geschafft habe, eine Rakete sauberer zu starten. Das will ich jetzt zumindest in den, naja, knappen 15 Minuten Stream, die wir noch haben, beweisen, dass ich das kann. So, wir machen jetzt erst einmal das Ding hier woanders hin. Da so oder so. Und dann nehmen wir uns ein aerodynamisches Aufsatzhütchen der Marke High Performance.
Ja, und dann moven wir der Gerät. Nee, so nicht. Der Gerät. Dort hinauf, um es mit dem Aufsatzhütchen zu vereinigen. Ich hoffe, das passt dann jetzt so. Bop, 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 bop. Gut. Nächster Anlauf. Alle guten Dinge sind drei. Ich bin zuversichtlich, dass das diesmal ein total toller Start wird. Hoffe ich. Oh, schon wieder ein Nachtstart. Noch die Antenne raussuchen. Die dann nachher aufklappen kann. Jawohl, jawohl, jawohl. Feuer frei. So. Schon mal wieder ein bisschen die Drehung anfangen. Vielleicht nicht ganz so stark diesmal. Nicht so kippt. So. Dann fliegen wir jetzt auf unseren Boostern in Richtung Abenteuer. Mal gucken, ob es diesmal von der Aerodynamik her besser passt. Oder ob es uns gleich wieder drehen wird. Wenn das der Fall sein sollte, reiße ich die Booster dann einfach ab und mache Flüssigbooster mit Lenkmöglichkeit ran. So einfach sieht das aus. So. Bisher scheint es aber okay zu sein. Jetzt ist es nicht mehr okay. Oh, bitte komm. Ich versuche gerade das Triebwerk dazu zu nehmen, aber keine Chance. Ich verstehe auch nicht, warum sie ihn in die Richtung wegdrückt. Und so brutal wegdrückt. Wisst ihr was? Wenn er es so möchte, fliegen wir den Orbit jetzt einfach in die andere Richtung. Aber ich verstehe nicht, warum sie ihn in die Richtung drückt. Und warum er da stabil bleibt. Das macht überhaupt keinen Sinn. So, ich versuche mal die Nase hochzubekommen. Ein bisschen Schub. Dass wir wenigstens Höhe nehmen. Naja, zumindest sind wir schnell. Das ist ja schon mal nicht schlecht. So, und jetzt probieren wir noch ein bisschen Höhe rauszuholen. Mit der ganzen Geschichte. So, ich versuche mal den Booster loszuwerden. Das hat auch geklappt. Sehr schön. Okay, dann machen wir es jetzt halt so rum. Das ist auf jeden Fall so viel Schwung, wie wir jetzt schon aufgebaut haben. Es ist spriteffizienter, so rumzufliegen. Booster sind leicht gekippt. Okay, wäre mir nicht aufgefallen, aber mag natürlich sein. Gut, dann nehmen wir jetzt hier ein bisschen Schub raus, dass wir langsamer steigen. Gut, lassen wir ihn mal langsam Richtung Apoapsis steigen, um dann noch Vollschub zu gehen. Da haben wir auf jeden Fall dann mehr Spritpuffer und kommen halt dann aus der Richtung zum Mond geflogen. Ist das jetzt halt so? Wenn wir das so rum machen sollen, dann machen wir das eben so rum. Und fliegen dann so zum Mond. Okay, dieses Raketenkonzept wird nicht nochmal verwendet. Dieses Raketenkonzept ist scheiße. So, jetzt Vollgas.
Gut, wir beschleunigen in Richtung Orbit als erstes Mal. Und gucken mal, was passiert. Delta V technisch. Das Raketenkonzept mit Riesenboostern gefällt mir nicht. Ist nicht meins. Ich mag meine flüssig Booster, die funktionieren wenigstens halbwegs. So wie ich mir das vorstelle zumindest. Also von daher war mal ein netter Versuch, ist aber nicht mein Raketenkonzept, glaube ich. Naja, Konzept, lange Rakete mit vielen Boostern oder mit vielen oder mit vier großen Boostern dran, ist es schon ein gewisses Konzept. So. Jetzt ist hier gleich empty. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen mehr Delta V als letztes Mal. Können jetzt nämlich mit der Stufe den Orbit erreichen, plus noch den Burn rüber zum Moon machen. Das gibt uns dann natürlich doch deutlich mehr Möglichkeiten, am Mond nochmal zu agieren. Das heißt, das sieht gar nicht so schlecht aus insgesamt für diesen Anflug. Auch wenn wir jetzt falsch rum um Kerbin unterwegs sind. Ist halt so. Ist halt so. So, Orbit haben wir gleich. Und dann noch massig Energie übrig. Oder Delta V trifft es eher als Energie. Tschupp. Hätten wir vielleicht beim ersten Mal gleich so machen müssen. Statt dagegen anzukämpfen. Hat ja nichts gebracht, wie wir am Ende gesehen haben. So. Kurz warten, bis der Orbit fit ist. Dann können wir schon mal gucken, wo der Mond sich rumtreibt. Das ist da hinten. Wir kommen jetzt diesmal so lang. Das heißt, wir könnten mal gucken, ob wir das noch schaffen. Aber ist fast ein bisschen zu spät, ne? Oh. Nee. Das machen wir im nächsten Umflug. In der nächsten Umrundung. Wahrscheinlich hier so irgendwo dann. Der Moon wandert ja auch etwas weiter. So. Müssen wir halt nur schauen, dass wir. Obwohl die Richtung ist uns eigentlich egal. Wir gehen eh runter. So. Wir kommen ja auf einer halbwegs sauberen Bahn an. Sauber genug zumindest. Sehr schön. Sehr schön. Genau, der Krater ist gut markiert mit der anderen Rakete. Nicht witzig. Gar nicht witzig. So, jetzt nochmal kurz Vollschub, um den Orbit fertig zu machen. Zack. Ha, diesmal hat es auch dann für Massive Scale Launch gereicht, weil, also für die 100.000 gereicht, weil der Rest noch dran war. Gut, und dann würde ich sagen, machen wir mal Warp to Next Manöver. Damit wir hier noch was rausholen aus den paar Minuten, die der Stream noch läuft. Und zumindest den Injection Burn nochmal machen können. Der müsste nämlich jetzt mit der Stage ganz gut funktionieren. Und dann haben wir. Ja, wenn die Basis steht, habe ich extra Bauteile in der Nähe. Das stimmt. Ersatzbauteile. So. Voll ungewohnt. Hui, da war gerade die Raumstation. Voll ungewohnt in diese Richtung. Nein, 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 nein. Um Himmels Willen, du drehst dich nicht in die Richtung, bitte. Echt? Das ist dein Startfenster? Ist ja gruselig. Völlig gruselig.
Gut, genau. Jetzt haben wir hier fast alles, was wir brennen müssen auf dieser Stufe. Das heißt, wir haben die komplette nächste Stufe, die hatte 1200 oder sowas. Delta V haben wir noch für Rest vom Transfer, einbremsen in den Moon Orbit und den Orbit schon mal vorbereiten und wahrscheinlich sogar das Landemanöver starten. Können wir dann alles mit der Rakete anstellen? Was ist denn jetzt schief gegangen? Irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt überhaupt nicht mit dem Manöver. Hä? Was ist denn da falsch? Irgendwas hat es gerade zerfrackt. Was ist denn heute los? Ja, ich bin gleich in der Atmosphäre. Da gehe ich jetzt mal durch. Das ist halt jetzt so. Aber irgendwas hat gerade das Manöver komplett zerstört. Aber so richtig komplett. Was auch immer da jetzt schon wieder schiefgegangen ist. Also wir tauchen jetzt einmal durch die oberste Atmosphärenschicht. Das sollte aber hoffentlich nicht allzu schlimm werden. Ich ziehe mal lieber die Antenne ein. Nicht, dass die abreißt. Aber irgendwas war gerade. Irgendwas war gerade komisch. Aber ist ja nochmal gut gegangen. So, kurzer kleiner Eintaucher in die Atmosphäre. Da wir nicht besonders tief reingehen, ist das eigentlich auch kein Problem. So, halt, hier geblieben. So. Und 38 Kilometer Periapsis, würde ich sagen. Können wir gelten lassen. Wir sind auch schon wieder durch die Atmosphäre durch. Das heißt, ich klappe die Antenne jetzt wieder aus. Gut, und dann können wir rüberwarpen zum Mond. Und ich würde sagen, weil ich so verbockt habe, machen wir jetzt auf jeden Fall noch. Was ist das? Detector Readings from was bitte? Ah, die Experimente auf dem Minmus sind fertig geworden. Ich hab gedacht, so was war das denn jetzt? Nanü? Warum kriegen wir denn plötzlich Experimente gut geschrieben? Aber das hat sich dann erklärt. So. Schwupp. Und dann machen wir gleich die Bremsung. Ja, 20 Tage oder sowas haben die Experimente, glaube ich, gebraucht. Also das heißt, wir sind jetzt 20 Tage wieder zurück vom Minmus. Aller Voraussicht nach. So, dann machen wir jetzt unsere Bremsung hier. Aber nicht mehr lange, denn gleich ist der hier alle. Das ist gut, der verschwindet dann halt irgendwo in eine echt große Umlaufbahn und nervt uns nicht mehr. So, und wir haben jetzt 1300 und ein bisschen Delta V, um hier den Orbit zu bremsen und alles vorzubereiten. Ja, und offensichtlich haben die sich selber versendet. Keine Ahnung, ich habe die noch nie gemacht in der neuen Version, wo sie dann so lange brauchen. Ja. Aber ist doch toll. Ich meine, was ist schöner als ein Experiment, was sich selber nach Hause schickt? Spart ja auch viel Aufwand, ne? Gut, dann kommen wir jetzt am Moon Orbit an. Das heißt, in der nächsten Folge von Hardcore Colonization werden wir das Ding hier anlanden, Schrägstrich aufbauen. Hoffentlich diesmal in einem Stück, aber diesmal haben wir echt viel Delta V, um die Landezone auch sauber zu treffen. Wir werden da wahrscheinlich nochmal ein, zwei klitzekleine Korrekturen auch vornehmen müssen an
unserer Flugbahn, damit wir sauber über den richtigen Krater kommen. Dann stellen wir da unsere Stromversorgung für die Basis ab und dann als nächstes ein Ressourcenabbau-Veredelungs-Irgendwas-Modul. Mit dem wir das Zeug, was wir da so uns holen können, dann auch veredeln. Also hauptsächlich brauche ich irgendwas, um Gypsum abzubauen. Das bauen wir dann als nächstes und Gypsum in Fertilizer umzuwandeln. Und sobald wir das haben, bauen wir dann ein Modul auf, wo ein paar Kürbis drin wohnen können. Und dann haben wir eigentlich die Grundlagen. Also dann kommt was mit drauf, wo wir was anbauen können. Wenn wir dann Fertilizer haben und die Mulch herstellen, dann gibt es ein bisschen initial Fertilizer und Essensbetankung. Und dann wahrscheinlich auch viele, viele Material Kits. Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Um das Zeug aufzubauen. Denn dieses große Teil hat auf jeden Fall schon mal geschmeidige 89 Körbeltage oder 98 Körbeltage Habitation. Aber das machen wir dann in aller Seelenruhe im nächsten Durchlauf, in der nächsten Folge. Das war heute übrigens die 10. Folge. Wir haben also quasi Activate Receiver. Ich wollte einfach nur. Ich weiß es nicht, was diese Dinge hier alles tun. Das machen wir in der nächsten Folge. Das war heute übrigens Folge 10, also Jubiläum. Und das nächste Mal in Folge 11. Das ist dann irgendwann nächstes Wochenende den Dreh voraussichtlich. Am Freitag oder so. Kommen wir dann endlich zum Thema echte Moonbasis. Und ich bin auch mal gespannt, wie sich unser Space Camp so entwickelt. In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Abend. Genießt den Rest von Abend noch. Habt einen schönen Freitag und dann ein schönes Wochenende. Mein Name ist Robert und. Tschüss.